Die Frage, die ich stellen möchte, ist, wem geben Sie Anerkennung für Ihren eigenen Erfolg und Wohlstand? Wem oder was geben Sie Anerkennung für Ihren Wohlstand? Sich selbst, Ihren klugen Gedanken? Nein, Gott möchte alle Ehre erhalten. Denk daran, es ist der Herr Gott, der dir die Kraft gibt, Reichtum zu erlangen. Also die Menschen, die dagegen lehren gegen das Kreuz? Ist das das, was du gerade gesagt hast, über das, was Jesus für uns vollständig am Kreuz getan hat? Ich denke, viele von Ihnen, ich glaube, sind sich dessen nicht bewusst. Ich denke, sie glauben, dass sie für die Reinheit der Lehren des Neuen Testaments kämpfen und so. Aber persönlich glaube ich, dass dort viel Heuchlerei ist. Weil viele von denen, die gegen die Lehre des Wohlstands auftreten, nun, ich bin gegen die, ich denke, wir alle verstehen das und wir sind alle auf derselben Seite. Wir sind alle gegen den Missbrauch dieser Lehren. Gegen die falschen Lehren des Wohlstands, des Materialismus, Gier, Habsucht. Wir sind alle dagegen. Aber diejenigen, die gegen Wohlstand als Ganzes sind, leugnen die Schrift. Der Grund, warum ich sage, dass hier etwas Heuchelei im Spiel ist, ist, dass viele von ihnen Wohlstand haben. Sie haben mehr als ein Auto, sie leben in teuren Häusern, sie schicken ihre Kinder auf die besten Schulen und sie wollen, dass ihre Kinder erfolgreich sind. Aber die ganze Zeit treten sie gegen Wohlstand auf. Also die Frage, die ich stellen möchte, ist, wem geben sie Anerkennung für ihren eigenen Erfolg und Wohlstand? Wem oder was geben sie Anerkennung für ihren Wohlstand? Sich selbst, ihren klugen Gedanken? Nein, Gott möchte, dass er alle Ehre erhält. Denk daran, es ist der Herr Gott, der die Kraft gibt, Reichtum zu erlangen. Also wenn du sagst, dass du dagegen bist, dass Gott Menschen wohlhabend macht, wie erklärst du dann deinen Wohlstand? Wem gibst du die Ehre für deinen Wohlstand? Deinem eigenen Verstand? Deinem eigenen Können? Deinem finanziellen Geschick? Denn du gibst auf jeden Fall jemandem die Ehre dafür. Also, Joseph, ich möchte eine Anmerkung machen. Das war ziemlich direkt, was du gerade gesagt hast. Und ich denke, es ist der gute alte Singapur-Weg. Nun ja, ich sage nur, die meiste Zeit denke ich bei Joseph Prince an jemanden, der einer der freundlichsten, sanftesten, demütigsten Menschen ist. Er ist immer noch freundlich und sanftmütig. Aber du bist wirklich, das bedeutet dir etwas. Das ist eine Umkehr oder Ablenkung von einem der wichtigsten Werke des Kreuzes. Du hast dich darüber ziemlich aufgeregt. Das ist für dich ein wichtiges Anliegen, nicht wahr? Ja, der Grund dafür ist, dass diese sogenannten Lehren gegen den Wohlstand viele Menschen dazu gebracht haben, es vollständig abzulehnen, komplett abzulehnen. Und infolgedessen erreicht ihr Glaube nicht einmal diesen Aspekt ihres Lebens. Sie haben so viel Angst. Pastoren sind eingeschüchtert davor, diese Botschaft zu predigen, um nicht zu den Wohlstandsverkündern zu gehören. Weißt du? Und wie ich bereits sagte, wir waren alle gegen den Missbrauch. Aber die ganze Lehre des Wohlstands zu negieren, die Gott in diesen letzten Tagen wiederherstellt, genauso wie in der Vergangenheit. Während der Zeiten von Martin Luther verstand er nicht die Gabe des Heiligen Geistes. Er ging nicht auf die Gaben des Heiligen Geistes ein, aber der Herr hat die Taufe mit dem Heiligen Geist in unserer Zeit wiederhergestellt und Gott stellt die Lehre des Wohlstands wieder her. Wenn Gott nicht will, dass wir gedeihen, warum wurde Jesus dann am Kreuz arm? Warum hat Jesus nicht Dinge gesagt wie, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und all diese Dinge werden euch weggenommen werden? Anstelle dessen sagte er, all diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. Ich denke, der Grund, warum ich so leidenschaftlich dafür bin, ist, weil ich sehe, wie viele Pastoren und Leiter eingeschüchtert werden, okay, das wahre Evangelium zu predigen. Nun, das Evangelium bringt Wohlstand hervor, aber das Evangelium ist nicht Wohlstand. Es ist ein Evangelium der Gnade und des Friedens. Wenn dich dieses Video ermutigen durfte, dann ermutige uns doch zurück, indem du diesen Kanal abonnierst, uns ein nettes Like hinterlässt und die Ermutigung weitergibst an deine Freunde. Danke für dich.